Bisher haben wir die digitalen Anschlüsse des Arduino nur als Ausgang benutzt. Heute versuchen wir mal, digitale Werte an den Anschlüssen einzulesen. Die Aufgabe ist ganz einfach. Mit zwei Tastern soll eine LED ein- und ausgeschaltet werden. Sehen wir uns zuerst den Schaltungsaufbau an. Die LED mit dem Vorwiderstand ist wieder an Anschluss 2. Die beiden Taster sind mit den Anschlüssen 3 und 4 verbunden. Sobald der Taster gedrückt wird, wird der Eingang mit der Betriebsspannung verbunden. Das entspricht Highpotential. Damit der Eingang bei nicht gedrückter Taste nicht offen ist und vielleicht einen undefinierten Zustand hat, liegt er über den 10 Kiloohm Widerstand an Masse, also Low-Pegel. Unser Programm muss also reagieren, sobald ein Eingang Highpotential bekommt. Damit Programmteile nur unter einer bestimmten Bedingung ausgeführt werden, brauchen wir die bedingte Anweisung if. Wenn die Bedingung in den runden Klammern erfüllt ist, dann wird der Programmcode in den geschweiften Klammern ausgeführt. Ist die Bedingung nicht erfüllt, wird dieser Teil einfach übersprungen. Wenn wir wollen, dass bei nicht erfüllter Bedingung ein alternativer Programmcode ausgeführt wird, erweitern wir die Anweisung mit einem else-Block. Also, wenn die Bedingung erfüllt ist, wird der obere Teil abgearbeitet, ansonsten der untere. Gehen wir jetzt in unser Programm. Im Setup-Teil definieren wir natürlich erstmal wieder unsere belegten Anschlüsse. Anschluss 2 arbeitet wieder als Ausgang. Anschluss 3 ist der erste Taster, arbeitet als Eingang. Und am Anschluss 4 haben wir den zweiten Taster, den Ausschalter. Auch der arbeitet als Eingang. Es macht Sinn, einen definierten Ausgangszustand zu programmieren. Ich möchte, dass die LED nach dem Einschalten erstmal aus ist. Deshalb legen wir Low-Potential auf den Anschluss 2. Im Loop-Teil fragen wir als erstes ab, welchen Zustand haben wir denn am Eingang 3. Das passiert mit der Anweisung Digital Read. In Klammern dahinter kommt die Anschlussnummer. Wir fragen ab, ob dieser Anschluss gleich High-Potential hat. Dass da zwei Gleichheitszeichen stehen, ist kein Schreibfehler, denn es handelt sich hier um einen Vergleichsoperator. Wenn wir einer Variable einen Wert zuweisen, nehmen wir das einfache Gleichheitszeichen. Wenn wir zwei Werte miteinander vergleichen, kommt da das doppelte Gleichheitszeichen hin, was so viel heißt wie genau gleich. Wir können natürlich auch vergleichen, ob der Wert kleiner ist oder größer, kleiner gleich oder größer gleich. Und das Ausrufezeichen vor dem Gleichheitszeichen bedeutet ungleich. Wenn also Taster 1 gedrückt ist an Anschluss 3, dann wollen wir die LED einschalten und geben auf Anschluss 2 Highpotential. Mit der Taste an 4 wollen wir die LED dann wieder ausschalten. Also fragen wir jetzt den Anschluss 4 ab. Wenn die Taste gedrückt ist, legen wir auf Anschluss 2 wieder Low-Potential. Und jetzt brauchen wir das Ganze nur noch auszuprobieren. Linke Taste LED ein. Rechte Taste LED aus. Scheint alles zu funktionieren. Das war's dann mit dem Teil 7. Wir sehen uns mit einem neuen Thema dann morgen wieder.